Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 54 der germanischen Mythologie. Und in dieser Folge geht es um Thor, den mächtigen und großen Donnergott der Germanen. Thor ist einer der zentralen Götter der germanischen Mythologie. So heißt es bei Snorri, Thor ist der herausragendste unter ihnen, er wird auch Asentor oder Ökotor genannt, was Wagentor bedeutet. Er ist der stärkste aller Götter und Menschen. Niemand ist aber so klug, dass er seine ganzen Heldentaten aufzählen könnte. Dass Thor so viele Geschichten hat, die sich um ihn drehen, ist auch wenig überraschend, denn er war einer der wichtigsten und beliebtesten Götter der Germanen und das über viele Jahrhunderte hinweg. So wird der Donnergott der nordischen Mythologie Thor genannt, doch auch im südgermanischen Raum war er als Donar bekannt und bei den Angelsachsen in England als Tunor. Diese Namen leiten sich alle vom urgermanischen Thunras ab, was der Donnerer bedeutet. Als Donnergott liegen Thors Wurzeln damit tief in der Geschichte und er gehört zu den ältesten Göttern der Germanen. Und er ist eine für indoeuropäische Völker sehr typische Figur. So kennen fast alle indoeuropäischen Kulturen einen Donnergott, vom indischen Gott Indra bis hin zum griechischen Zeus, dem keltischen Taranis oder dem slawischen Perun. All diese Götter haben mit Thor auch gemeinsam, dass sie eine Donnerwaffe besitzen und teilen sich recht wahrscheinlich alle eine Wurzel und eine ursprüngliche indoeuropäische Figur, von der sie stammen. Die ersten klaren Belege für Thor in der Antike bei den Germanen erhalten wir nun wie so oft durch römische Quellen. Und wie es für diese üblich ist, wurde der Donnergott der Germanen in diesen Quellen der Römer mit einem Gott aus der Mythologie der Römer gleichgesetzt. Für Thor aber finden sich gleich zwei Figuren, mit denen er in dieser Interpretatio Romana gleichgesetzt wird. So wurde Thor von den Römern zum einen mit Jupiter gleichgesetzt, was zeigt, dass Thor als ein ebenso großer und wichtiger Donnergott gesehen wurde, wie der mächtige Jupiter bei den Römern. Zugleich aber finden sich auch viele römische Belege dafür, dass Thor als der germanische Herkules verstanden wurde. Dies geht vor allem auf seine Rolle als großer und mächtiger Kriegergott zurück und auf seine vielen Geschichten, in denen er in den Kampf zieht, Abenteuer erlebt und Ungeheuer bekämpft. Und auch seine Waffe passt gut zu der von Herkules. So kämpft dieser vor allem mit einer Keule. Und auch Thors berühmter Hammer Mjölnir scheint ursprünglich mehr einer Keule geglichen zu haben. Sogar das Tragen von Thors Hämmern als Amulette geht ursprünglich auf das Tragen von Donas Keulen zurück, die wiederum recht wahrscheinlich von Herkules Keulen inspiriert wurden, die von den Römern im germanischen Grenzgebiet gerne getragen wurden. Als der germanische Herkules wird Thor schon von Tacitus erwähnt, der ihn zusammen mit Mars und Merkur, die als Tyr und Odin zu verstehen sind, als einen der drei Hauptgötter der Germanen nennt. Auch auf weiteren Inschriften taucht Thor als Herkules auf. So wird er als Herkules Barbatus, der bärtige Herkules, auf einem Votivstein am Niederrhein genannt. Und als Herkules Magusanus, der mächtige Herkules, taucht Thor sogar auf 10 Votivsteinen, 4 Armringen und 2 Münzen auf. Die Münzen wurden dabei im Jahr 261 in Köln geprägt, während es sich bei den Votivsteinen um Denkmäler handelt, die von den Germanen nach römischer Tradition als Dank oder Bitte an die Götter aufgestellt wurden und eine Form der öffentlichen Verehrung darstellen. Die älteste Erwähnung von Thor als solchem findet sich dann mit der Nordendorfer Spange aus Bayern. Diese ist auf das 6. Jahrhundert datiert und kommt vom Stamm der Alemannen. Auf diese ist in Runen als Teil einer Inschrift der Name Vigithonar geschrieben. Dieser kann nun entweder als Weihedonar oder Kampfdonar übersetzt werden und ist damit die älteste Inschrift, die Thors Namen auf Germanisch zeigt, wobei hier natürlich der südgermanische Name Donar für Thor verwendet wurde. Interessanterweise ist diese Inschrift aber eigentlich gegen Thor gerichtet und vermutlich christlichen Ursprungs. So lautet sie im Ganzen: Lügnerisch sind Wodan und Kampfdonar oder arglistige Zauberer sind Wodan und Kampfdonar. So spricht sich die Runeninschrift auf diesem Stück, obwohl sie die älteste germanische Nennung von Donar ist, tatsächlich gegen den Donnergott aus. In der Antike wurde Thor also schon weit verbreitet bei den Germanen verehrt und war sehr bekannt. Darauf deuten auch nicht nur die römischen Schriften hin, die ihn als einen der drei Hauptgötter mit Odin und Tyr nennen, sondern auch viele Ortsnamen, die sich im ganzen germanischen Raum finden, die auf alte Kultstätten von Donar oder im Norden von Thor oder in England auf Tunor hinweisen. Viel mehr erfahren wir über Thor aber aus dieser Zeitperiode natürlich nicht, da ja hier kaum etwas niedergeschrieben wurde und so sind uns die Sagen und Mythen von Thor aus der Antike nicht bekannt. Und die nordischen Quellen liefern wie so oft deutlich mehr Details. Nicht zuletzt auch gerade, weil diese Quellen aus Island stammen und die Eddas dort aufgezeichnet wurden.
Denn während Thor in Skandinavien sehr beliebt war, war er auf Island der vielleicht sogar wichtigste und beliebteste Gott von allen und wurde von den Isländern ganz besonders verehrt. Und so wird natürlich auch viel auf Island über Thor aufgezeichnet und geschrieben. In der Edda ist Thor nun der Sohn von Odin und der Riesen- und Erdmutter Jörd, was vermutlich schon auf einen recht alten Glauben der Germanen zurückgeht, dass Thor von der Erdmutter stammt. Weiterhin hat Thor als Sohn von Odin natürlich eine ganze Reihe von wichtigen Brüdern wie Balder und er ist mit der Göttin Sif verheiratet. Mit ihr hat Thor auch selbst mindestens 3 Kinder, die Brüder Magni und Modi sowie seine Tochter Trud. Alle 3 symbolisieren Aspekte von Thor selbst, die als seine Kinder personifiziert werden. Aber Thor hat darüber hinaus auch noch einen Stiefsohn. Denn Ulla ist der Sohn von Sif, aber nicht von Thor, und wurde von diesem aber dennoch als sein Stiefsohn aufgenommen. Thors Platz in Asgard wird Trudheim genannt, was Kraftheim oder Kraftplatz bedeutet. Und dort steht auch seine große Halle Vilskirnir, was die mit Lichtstrahlen blitzende bedeutet. Sie ist von gewaltiger Größe und soll über 540 Räume verfügen. Dort lebt und herrscht Thor, wann immer er nicht gerade auf Abenteuerfahrt ist. Für diese Fahrten nutzt er seinen Streitwagen, mit dem er über die Stürme reiten kann und der von 2 Ziegenböcken gezogen wird. Diese tragen die Namen Tangrisnir und Tangnjoster, was so viel wie der Zähnefletscher und der Zähneknirscher bedeutet. Durch sie zeigt sich auch, dass die Ziegen zu Thor gehören und seine geweihten Tiere sind. Und schließlich kommen dann noch Thors Diener Thialfi und Röskva dazu und 3 große Schätze, über die Thor verfügt. Der wichtigste ist natürlich Thors mächtiger Hammer Mjölnir, zu dessen Geschichte und Bedeutung es auch hier schon ein eigenes Video gibt, das hier für euch verlinkt ist. Dazu verfügt Thor auch noch über den Gürtel Megingjörd, der seine ohnehin schon gewaltige Kraft noch verdoppelt, und über die eisernen Handschuhe Jarngreipir, die seine Hände schützen und es ihm erlauben, Mjölnir zu halten, ohne dass die Macht des Hammers ihn verbrennt. Thor selbst wird in den nordischen Quellen dann als ein großer Krieger mit stechendem Blick und roten oder rot-goldenen Haaren beschrieben. Er isst und trinkt gewaltige Mengen und an sich ist er auch ein aufrichtiger und sehr ehrenhafter Krieger. Doch eine zentrale Eigenschaft von Thor ist auch sein großer Zorn. Dieser Asenzorn verstärkt seine Kraft noch weiter, doch er macht ihn eben auch wütend und oftmals angriffslustig und aggressiv. Wie Snorri nun schon in seiner Edda erwähnt, gibt es unzählige Sagen über Thors Abenteuer und er ist einer der Götter, die in der Edda am häufigsten die Hauptrolle spielen. Einige seiner Abenteuer haben hier auch schon ihre ganz eigenen Videos. Zu den beliebtesten Geschichten unter den Germanen gehörte hier Thors Fischzug. Darin segelt Thor mit dem Riesen Hymir aufs Meer hinaus, um Fische zu fangen, und Thor angelt sich mit einem Stierkopf als Köder die mächtige Midgardschlange. Der Kampf zwischen den beiden erschüttert die Welt. Doch der Riese fürchtet sich so sehr, dass er Thors Leine durchschneidet und so kann Jörmungandr entkommen. Eine andere Sage erzählt dann von Thors Kampf gegen den mächtigen Riesen Hrungnir, der es sogar schafft, den Donnergott zu verwunden und seither hat Thor ein Stück Wetzstein im Kopf stecken. Auf den meisten seiner Fahrten ist Thor jedoch ohne größere Probleme siegreich. Und selbst ohne seine mächtige Waffe Mjölnir erringt er große Siege. So zum Beispiel in der Sage von Thors Reise nach Geirrödargard, als er ohne seine Waffen gegen den Riesen Geirröder und dessen Töchter antreten muss und diese besiegt. Eine tatsächliche Niederlage auf seinen vielen Reisen muss Thor eigentlich nur bei seiner Reise zu Utgard-Loki einstecken. Dieser ist ein mächtiger Zauberer und Troll und überlistet Thor mit Illusionen, sodass er bei den 3 Wettbewerben am Hof des Riesen jeweils versagt und besiegt wird. Im Rahmen der Geschichte von der Heimholung des Hammers nutzt Thor aber auch seinerseits seine List, um seinen Hammer Mjölnir zurückzuholen, als dieser durch den Riesen Trüm gestohlen worden war. Der Riese will den Hammer nur zurückgeben, wenn ihm die Götter Freya als Frau überlassen. Und so muss sich Thor als Freya verkleiden und dann zusammen mit Loki als Frau zu den Riesen kommen, um seinen Hammer wiederzuerlangen, mit dem er dann prompt alle Riesen an Trüms Hof erschlägt. Bei all seinen Mythen könnte man nun auch den Eindruck bekommen, dass Thor ein eher einfältiger Haudrauf und dümmlicher Krieger ist, doch ganz so einfach ist es nicht. Denn neben seinem starken Bezug zur Ehrenhaftigkeit verfügt auch Thor über einiges an Wissen. Unter Beweis stellt er dies im Alvismal. In diesem Lied der Edda geht es darum, dass ein Zwerg namens Alvis Thors Tochter heiraten will und Thor ihm dann einige Fragen stellt, um zu sehen, ob er es wirklich wert ist, seine Tochter Trud zu heiraten.
Dadurch stellt Thor nicht nur sein eigenes Wissen über die Welt unter Beweis, sondern er überlistet den Zwerg auch und stellt ihm so lange Fragen, bis die Sonne aufging und der Zwerg zu Stein wurde. Daran zeigt sich, dass Thor ebenfalls nicht dumm ist, nur leider steht er eben oft neben Göttern der Weisheit und der List wie Odin und Loki. Auch im Kontext anderer Sagen, die sich nicht direkt um Thor drehen, taucht er aber immer wieder auf, meistens um einen Riesen, der die Götter bedroht, zu erschlagen oder zu vertreiben. So sind die Riesen, oft als unheimliche und chaotische Mächte von Utgard, Thors größte Feinde. Regelmäßig geht er auf Abenteuerfahrt und bekämpft diese, was ihm den Beinamen Herr der Riesen einbrachte, da er diese so oft bezwingt. Doch neben den Riesen hat Thor auch noch einen weiteren großen Feind, die Weltenschlange Jörmungand. Er ist Thors Erzfeind und sie treffen mehr als einmal aufeinander und immer wieder sucht Thor den Kampf mit der Schlange. Die Entscheidungsschlacht zwischen den beiden gibt es aber erst zum Ende der Welt. Erst bei Ragnarök treffen Thor und Jörmungandr ein letztes Mal aufeinander und hier schafft es Thor endlich, die Schlange zu töten. Doch auch er wird vom Gift der Schlange getroffen und nach seinem Sieg geht er nur wenige Schritte, bevor das Gift ihn tötet. Nach seinem Tod und nach Ragnarök geht sein Hammer Mjölnir und seine Rolle dann auf seine Söhne Magni und Modi über. Zentral bestanden diese Funktionen von Thor in der Kultur der Germanen natürlich darin, dass er der Gott des Donners und der Gewitter war. Doch dazu kommt auch seine Rolle als Gott der Kraft und der Krieger und als Beschützer der Menschen gegen Ungeheuer und die chaotischen Mächte von Utgard. Gerade diese Geschichten, in denen Thor gegen Riesen und Ungeheuer kämpft, scheinen bei den Germanen auch schon immer einen gewissen Unterhaltungswert gehabt zu haben. Auf gewisse Weise war Thor also ganz ähnlich zur Moderne schon damals ein sehr unterhaltsamer Held, dessen Geschichten die Menschen gerne hörten. Dazu erhielt Thor aber auch schon recht früh in der Antike noch eine weitere wichtige Funktion. Thor ist auch ein Gott der Fruchtbarkeit und des Segens und neben Donner und Blitz gehören auch Regen und Wind zu seinen Sphären, was ihn zu einem vollständigen Wettergott machen würde. Besonders auch der Hammer Mjölnir ist ein Symbol, das schon seit der Bronzezeit auch für Fruchtbarkeit und Segen steht. Mit Mjölnir weiht Thor so zum Beispiel das Totenschiff von Balder und als er als Freya verkleidet den Riesen Trym heiraten soll, holt dieser den Hammer hervor, um seine Braut zu segnen. In diesen Rollen als Krieger und Beschützer, als Gott von Donner und Regen und Sturm und von Segen und Fruchtbarkeit wurde Thor schon seit der Antike verehrt, im Süden als Donar, im Norden als Thor und in England als Tunor. Hinweise auf die Verehrung von Thor bei den Germanen finden sich bereits seit der Antike und sogar bis zurück in die Bronzezeit. Und so dürften römische Quellen wie Tacitus Thor nicht umsonst als einen der drei Hauptgötter der Germanen genannt haben. Aus dem 9. und 10. Jahrhundert finden sich Gedichte wie die Thors Drapa von Eilifr Gundrason oder Eystein Valdason, die ganz Thor gewidmet sind und religiöse heidnische Dichtung darstellen. Ganz besonders deutlich ist der Glaube und die Verehrung von Thor dann bei den isländischen Siedlern, bei denen er der wohl beliebteste Gott von allen war. Sie weihten Thor ihre Höfe und Ländereien und in den Sagas der Isländer finden sich zahlreiche Erwähnungen, dass Thor angebetet und verehrt wurde. Bei diesen wird oft auch darauf hingewiesen, dass dies auf langen Familientraditionen beruht, was auch auf eine weitgehende Verehrung von Thor in Norwegen hinweist. So heißt es zum Beispiel, dass die Siedler Holzsäulen aus ihrer alten Heimat mitbrachten, auf denen Thor eingeritzt war, und mit diesen legten sie fest, wo sie ihre Höfe bauen wollten. Die Sagas erwähnen zudem noch weiter, dass es auf Island und in Norwegen Tempel mit Standbildern für Thor gegeben haben soll. Und auch für Schweden werden solche von Adam von Bremen für Uppsala erwähnt, wo ebenso Thor einer der drei wichtigen Götter gewesen sein soll. Auch kleinere Thors Figuren, die man vielleicht im Haus hat oder bei sich trägt, werden in den Geschichten erwähnt. Und natürlich konnte man archäologisch eine ganze Reihe von Thors Hämmern finden, die zur Wikingerzeit wohl von vielen getragen wurden und die damit auch auf eine recht persönliche Verehrung von Thor hinweisen. Wie für die meisten germanischen Götter sind auch für Thor Opfergaben durch Gegenstandsopfer bekannt. Aber auch Tieropfer für Thor gab es und vor allem Ziegenböcke dürften für ihn geopfert worden sein, da diese ja seine geweihten Tiere waren. Aber selbst Menschenopfer für Thor soll es gegeben haben. So wird berichtet, dass man Menschenopfer für Thor darbrachte, indem man dem Opfer das Rückgrat auf einem Stein bricht, der für Thor geweiht wurde. Die Berichte und Geschichten über Menschenopfer an Thor gelten aber als sehr unwahrscheinlich und sind recht sicher nur reine Erfindung.
Ebenfalls sehr interessant ist nun auch, dass die Weihefunktion von Thor ebenso klar ausgedrückt wird und vor allem auch auf einigen Runensteinen zu finden ist. So findet sich auf 3 dänischen und einem schwedischen Runenstein aus dem 10. Jahrhundert der Spruch: Thor weihe diese Runen. Und 3 Runensteine aus Schweden tragen Thors Hämmer. Eine auffällige Besonderheit im Bezug zwischen den Germanen und Thor ist dann auch, dass es eine gewaltige Menge an Namen gibt, die an Thor angelehnt sind. Sehr viele Eigennamen der Germanen werden mit Thor gebildet. Allein unter den 4000 Personen, die im Buch der Landnahme von Island erwähnt werden, sind etwa ein Viertel mit Thor gebildet und an diesen Gott angelehnt. Und zu guter Letzt gibt es überall im germanischen Kulturraum, sowohl in Skandinavien wie auch im Süden und auf England, zahlreiche Ortsnamen, die auf mögliche Kultstätten von Thor hinweisen. Kritisch ist dabei aber nur, dass nicht jeder Ortsname, der ein Thor, Donner oder Donar im Namen hat, auch gleich ein Kultort von Thor gewesen sein muss. Zum einen können viele dieser Ortsnamen auch auf Naturphänomene, eben dem Donner, zurückgeführt werden. Und zum anderen gab es eben sehr viele Personen, die nach Thor benannt waren, und die Ortsnamen können wiederum auf diese Personen zurückgeführt werden. Da aber Thor eben im ganzen germanischen Kulturraum stark vertreten war und verehrt wurde, ist es wahrscheinlich, dass eine ganze Reihe dieser Ortsnamen doch tatsächlich auf alte Kultorte von Thor hinweist. Eine sehr bekannte Geschichte aus der Zeit der Christianisierung ist dann natürlich auch die des heiligen Bonifatius. Dieser soll als Zeichen dafür, dass die heidnischen Götter keine Macht hatten, im Jahr 725 in Hessen eine Eiche gefällt haben, die Donar geweiht war. Interessanterweise ist diese Geschichte die einzige Erwähnung dafür, dass Donar mit der Eiche verbunden sein soll. Zwar gab es allgemein heilige Haine und heilige Bäume bei den Germanen, doch dafür, dass die Eiche unter diesen eine spezielle Rolle gehabt hätte oder besonders mit Thor oder Donar verbunden gewesen war, gibt es keine Belege. Es gab wohl einfach nur allgemein einige Bäume an bestimmten Orten, denen die Germanen größere Bedeutung zusprachen, und die Eiche ist kein besonders heiliger Baum und auch nicht zwingend mit Donar verbunden. So wurde Thor also wohl schon seit der Bronzezeit, egal ob als Thor, Donar oder Tunor, im ganzen germanischen Raum stark verehrt und war als Krieger und Beschützer, Weihe- und Fruchtbarkeitsgott und als Herr von Blitz und Donner und Wind und Regen einer der wichtigsten Götter der Germanen. Für manche Stämme und Regionen sogar der wichtigste von allen. Und sogar noch heute gibt es Spuren von Thor in unserem Alltag, denn der Name des Wochentags Donnerstag leitet sich direkt von Donar ab. So hieß dieser Wochentag auf Althochdeutsch noch direkt Donarstag, und auch der englische Thursday leitet sich von Tunor ab und der dänische und schwedische Torstag von Thor. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächstes Mal bei der germanischen Mythologie.